So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Wir wollen jetzt die Hexe besiegen und mal sehen, ob wir es schaffen. Wir nehmen mit Nirvana, Libellchen, Rod und wen nehmen wir noch? Bleiben wir bei... Nee, Nirvana ist richtig. Wer ist der andere? Darkane. Nee, Darkane nicht. Darkane nicht. Wir hatten jemand anders gesagt. Brastos? Wen wollte ich denn mitnehmen? Brastos, ne? Brastos. Ja, Brastos. Okay. Gut. Auf geht's. Die Hexe. Sie wartet auf uns. Sie möchte uns 6 Urkunden dafür geben, dass wir sie besiegen. Die runzlige Hexe. Und jetzt bin ich gerade verwirrt. Jetzt habe ich meinen... Nein. Mein Libellchen rausgeschmissen. Es tut mir leid. Warte. Einmal bitte umsetzen. So. Okay. Go. Wir nehmen mit ganz viel zu essen. Alles an Essen, was wir kriegen können. Plus Fackeln. Müsste reichen. 2 davon. Wir haben Gegengift. Ja, brauchen wir noch mehr. Nehmen wir gleich 3-mal mit. Und 2 Schaufeln. Auf geht's. Unser Gold ist fast erschöpft. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Ach, die besteht auf Hausbesuche, ja? Wäre schön, wenn sie zu uns gekommen wäre, alleine, mit ihrem Pott. Ohne ihren Pott am besten. Method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Ja, und wieder ist sie im weit am entferntesten Raum. Dafür müssen wir einmal komplett durch den ganzen Dungeon durch. Da ist sie. Oh Gott, das wird eine Tortur. Aber wir können übernachten. Wir können zwischendurch rasten, das ist in Ordnung. Damit können wir einiges überbrücken. Confidence surges as the enemy crumbles. Gut gemacht. Ja, das war jetzt nicht besonders schwer. Und Beute, sehr gut. Jetzt haben wir 3 Schaufeln. Die werden uns gute Dienste leisten, denke ich. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich die Hexe besiegt habe, nicht nochmal zurückgehen, um einzelne Räume hier aufzudecken. Die meisten haben wir dann ja. Da wird gekämpft, okay. Darauf müssen wir uns einrichten. Und wieder eine Schaufel. Nett, dankeschön. Bereits geplündert und jetzt kommen die ersten Gegner. Dort unten ist dann ein leerer Raum. Auf geht's. Die zweiten Gegner eigentlich schon. Und Spinnen. Spinnen sind nicht so schwer. Solange wir nicht überrascht werden und unser Doktor wieder vorne steht, Dr. Libellchen. Na, es hat einfach zu lange gedauert. Ich habe sie nicht schnell genug nach hinten bekommen. Ich glaube auch, dass ich da den ein oder anderen Fehler drin hatte. So, der nächste Kampf. Wieder Spinnen. Und diesmal sind sie überrascht. Dann gehen wir auf die hinteren beiden. Beide sind vergiftet, das ist schon mal gut. Einer ist sogar tot. Das ist noch besser. Ja. Die überlebt schon mal nicht. Müsst nur noch ihr beide. Sie webt ein Netz um unseren wunderbaren Brastos. Ausgewichen. Das ist aber nicht so nett. Weg mit dir. Okay, bis jetzt sieht's noch ganz gut aus. Oh, wieder eine Geheimtür. Können wir wieder nutzen, um wieder wunderschöne Dinge herauszuholen. Hier können wir die erste Schaufel einsetzen. Na also. Und Hunde.
Die bringen wieder Blutungsschaden. Habe ich keine Lust drauf, dankeschön. Tumor wurde herausgeschnitten. Tollwütiger Ansturm. Ach, das macht 5 Schaden pro Runde. Wahrscheinlich, weil die Bällchen schon immens stark ist mittlerweile. Sehr gut. Ja, wunderbar. Und einmal noch. A trifling victory, but a victory nonetheless. Wir haben doch tatsächlich schon ein volles Inventar. Unglaublich, aber wahr. Boah. Was, wenn ich alles rauskriege? Eigentlich würde es sich jetzt schon lohnen, abzuhauen. Aber das werde ich noch nicht tun. Gemacht. Nibbel, nibbel. Sie ist tot. Und ist die andere auch noch? Nee. Machen wir jetzt erstmal weg. Dann ist sie auch nicht mehr dran. Und wir erschlugen die kriechenden Bestien. Ja, dafür haben wir auch ein Achievement bekommen, dafür, dass wir ganz viele Untote getötet haben. Ein Achievement dafür, dass wir ganz viele menschliche Leute getötet haben. Und das ist schon echt Wahnsinn. Bloß haben wir das gar nicht so sehr mitbekommen. Warte mal, hier. Hier geht's rein. Und einen Schlüssel haben wir auch. Mit sehr, sehr wertvollen Schätzen. Meine Güte. So, jetzt erstmal im Klaren werden lassen, was ich behalten möchte und was nicht. Schmeiße ich die weg? Wir werden noch einmal rasten. Okay. Das war mutig, aber okay. Das ist sehr mutig. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber ich werde jetzt keine Fackel bis zum nächsten Raum verwenden. Dann müsste das klappen. Enthält Beute. So. Jetzt konnte ich sie verwenden. Ich habe ja eine gekriegt. Ich habe kein Gegengift mehr. Ich kann da nicht rein. Ey, das lohnt sich zu sehr, als dass ich jetzt verlieren möchte. Ehrlich. Eigentlich ist mir das zu gut. Jetzt gegen die Hexe verlieren, wäre sowas von ärgerlich. Kann man ja, ziehe dich aus dem Kampf zurück. Das funktioniert. Wenn wir es also schaffen sollten, uns dort aus dem Kampf zurückzuziehen, total verletzt oder mit 2, 3 Helden weniger, dann würde ich das riskieren. Wir haben eh genug Gold. Aber daran denke ich jetzt noch nicht so sehr. Ja, komm. Kein Gift. Ausgewichen und die andere stirbt. Sehr schön. Ja, damit heilt er sich selbst. Das ist perfekt. Und das war's. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich bin sowas von voll. Und wir dürfen scouten. Da vorne kommen wir also ganz in Ruhe hin. Wir haben noch genügend Schaufeln. Wir essen was. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Oh Gott, nur noch 2 Räume. Jetzt können wir die Fackeln auch verwenden. Nur ist egal, nur sind wir eh fast da. Ja, eine Falle. Wir sollten weitergehen. Wenn es mal so einfach wäre. As the light gains purchase, spirits are lifted. And purpose is made clear. Es tut weh, aber ich lasse es hier. Denn auch von den Crests brauchen wir jede Menge. So, letzter Raumkampf. Oder auch nicht. Wir stehen vor der Hexe.
Oh, wenn man jetzt speichern könnte. Verdammt. Dreck. Komm, wir gehen. Ah, nein, ihr. Ich will euch nicht sehen. Alles andere wäre mir egal gewesen, aber ihr seid einfach nur eklig. Wenn du den da hinten abschießt, müsste er sterben. Ja. Ausgewichen, top. Sehr gut. Oh, bitte noch einmal ausweichen. Nein. Okay, du musst einmal kurz heilen. Oh, einer. Ja, war ganz nett. Das sieht schon besser aus. Wir heilen. Oh ja, wir heilen. Top gemacht. Alle sind wieder voll. Da ist das gar nicht schlimm. Einmal gestunt. Gift. Perfekt. Und weg mit ihm. Oh Gott, es sieht gut aus und das ist eigentlich auch das Problem, das ich damit habe. Es sieht zu gut aus. Ah, komm, weg damit. Gegengift. Wir können gleich eh nicht mehr essen. Oder kann man im Kampf essen? Weiß es nicht. Ich nehme das Gegengift einfach nochmal mit. So. Ich habe Angst um das ganze Gold, das wir mitgenommen haben. Echt, ich zitter innerlich. Ich bin völlig fertig, aber wir gehen zur Hexe rein. Wir machen es. Wir tun es. Ah! Hexe, wir kommen. Twisted and maniacal. A slathering testament to the powers of corruption. Ja. Vergiften. Immer schön vergiften jetzt. Und draufballern. Und meinetwegen stunnen, wenn's klappt. Nein, natürlich nicht. Ab in den Topf mit dem Doktor. Nein, Libellchen. Nicht in den Topf. Das ist nicht gut. Holt sie da raus. Perfekte Würzung auf Brastos. Der kriegt Stress. Holt Libellchen da raus, Leute. So ist gut. Ab in den Topf mit Brastos. Ja, weil er ein Fernkämpfer ist. Genau deswegen nämlich. Wir könnten dich heilen. Das machen wir auch. Fleischklopfer. Nochmal Fleischklopfer. Mhm. Das ist doof. Du hast ja gar keine Skills für vorne. Das ist schlecht, dass du vorne bist. Befreie mich aus diesem verdammten Topf. Ja, ich will ja, aber sie ist ja andauernd dran. Ich kann da nichts machen. Wir müssen es so machen. Unsere Klerikerin greift einfach mit an. 7. Komm schon. Auf den Topf, auf den Topf. Ja, ich will ja. Aber es funktioniert ja nicht. Perfekte Würzung. Oh, ich krieg Brastos da nicht mehr raus. Es ist unglaublich. Hol ihn raus. Endlich. Oh Gott, du bist schon völlig fertig. Fleischklopfer. Ja, da ist er an der Death Door. Nee, noch nicht. Du könntest sie angreifen. Gut gemacht.
Ab in den Topf. Ausgerechnet der, der den Schaden macht. Perfekte Würzung. Nur das nächste Mal nehme ich eine andere Gruppe mit. Du musst unbedingt ihn heilen. Oh ja, 12, super. Komm schon. Das ist okay. Komm schon, stun sie irgendwie. Sei einfach ruhig da drin. Ich hol dich schon raus. Ab in den Topf mit der Klerikerin, natürlich. Oh, ihr seid doch des Wahnsinns. Ich kann den Topf nur angreifen. Aber immerhin besser als nichts. Perfekte Würzung. Ich werde sowas von abkacken. Ja, okay. Ach, komm schon. So ist gut. Wir sind alle geschwächt. Ab in den Topf. Der ist gleich an der Death Door. Ich kann nicht mal mit ihm angreifen, weil er nicht nach hinten kommt. Verdammt. Teetering on the brink, facing the abyss. So ist gut. Fleischklopfer, Todesstoß. Hau die Alte weg. Wie viele hat die noch? 16 Lebenspunkte. Ab in den Topf, natürlich. Ich koche, ja, ich weiß. Das ist etwas, das mir nicht unbekannt ist. Perfekte Würze. Oh, komm schon. Ah. Ab in den Topf. Natürlich. Damit wir gar keinen Schaden mehr fahren können. Oh, es ist doch zum Heulen. Eigentlich wollte ich gehen. Klerikerin in den Topf, natürlich. Schwelle des Todes. Perfekte Würzung. Todesstoß. Nee, ich hau ab. Das können wir nicht mehr schaffen. Leute, ich hau ab. Ich muss nicht noch das Leben der anderen beiden hier riskieren. Oh nein. Ich komme auch nicht an sie ran. Es wird nichts. Wir müssen fliehen. Oh Gott. Wir fallen, so dass wir uns lernen können, uns selbst aufzunehmen. Ich meine, wir haben sehr viel Gold rausgeholt, ja. Aber es war zu erwarten. Wir haben keinen Fernkampfschaden gemacht. Wir kamen gar nicht dazu. Weil ständig sie vorne war und vorne nichts machen konnte. Und die, die vorne waren, konnten auch nicht nach hinten gehen. So, also so wie Brastos. Brastos ist da nicht. You will know the tragic extent of my failings. Nicht okay.
Ich brauche jemanden, der Fernkampfschaden macht und vorne steht. Ach, Dreck. So, nun haben wir natürlich keinen Cleri für die anderen. Und immer noch keinen weiteren, Ah, guck mal hier. Da ist Jesse wieder. A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. So. Haben wir Jesse wieder in der Gruppe. Außerdem sind gestorben Brastos und Jesse. Ja, Jesse, wieder mal. Pestdoktorin erlag dem Gifthauch. Speyer. Wegelagerer wurde von diesem widerwärtigen Monster getötet. Runzlige Hexe. Brastos. Armer Brastos. Ja, kurzer Auftritt bei dir. Aber gut, du wirst wiederkommen. Und ich hoffe, in einem guten Sinne. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Ansehen und bis nachher.